Gebäude im Kanton St. Gallen müssen energieeffizienter werden. Das gibt die kantonale Energiestrategie vor. Der Kanton unterstützt Investitionen in die Effizienz und erneuerbare Energien mit Fördergeldern. Die Gesuche für diese Gelder landet bei der Energieagentur. Die Energieagentur durch im Auftrag des Kantons das kantonale Förderprogramm abwickeln. Das heisst, da geht es um etwa 15 Massnahmen, wo es darum geht, dass man den Gebäudepark möglichst schnell modernisieren im Kanton St. Gallen. Und alle Gesuche, die kommen bei uns rein. Das sind etwa 5'000 Gesuche im Jahr, die wir hier bearbeiten. Die Fördermassnahmen werden immer wieder den Bedürfnissen angepasst. Ja, wir haben vor 2 Jahren festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass auch Mietende umsteigen auf ein Elektroauto. Und zu diesem Zweck haben wir die Fördermassnahmen, Ladeinfrastruktur in die Tiefgarage von Wohnbauten haben wir ins Leben gerufen. Und wir stellen fest, dass ein riesiger Run ist entstanden auf die Fördermassnahmen. Und das hat dazu geführt, dass etwa 9'000 Parkplätze in die Tiefgarage sind so ausgerüstet worden. Ein wichtiger Teil der Arbeit der Energieagentur sind die Beratungen. Sie helfen den Eigentümer und Eigentümerinnen kostenlos bei der Planung von ihrem Energieumbau. Fördergelder kann es auch vom Bund und den Gemeinden geben. Sich eine Übersicht über die verschiedenen Massnahmen zu verschaffen, ist komplex. Die Beratung ist darum wichtig, dass man einerseits sagen kann, was ist eine gesetzliche Anforderung, wenn man ein Haus energetisch modernisiert und was würde gefördert werden, wenn man darüber hinausgeht. Und in dieser Vielzahl von verschiedenen Förderangeboten verschaffen wir einen Überblick, dass die Kunden, Kundinnen super betreut sind. Den Überblick hat auch Erik Streller-Schenk geschätzt. Er hat sich von der Energieagentur beraten lassen, wo er und seine Familie eine Photovoltaikanlage geplant haben. Wir haben das erste Beratungsgespräch in Anspruch genommen, wo es allgemein darum ging, wie gross die Anlage ist, was sind die Möglichkeiten, wie sind die Prozesse wegen der Bewilligungen mit den Behörden und so weiter. Und haben auch erste allgemeine Informationen über die Kosten, Grössenordnungen bekommen. Heute kann Erik Streller-Schenn sein Elektroauto mit dem hauseigenen Solarstrom laden. Photovoltaikanlagen sind aktuell neben dem Heizungsersatz das grosse Thema bei der Energieagentur. Philipp Ecker und sein Team haben aber für alle Energiefragen ein offenes Ohr. Können wir sie hier umfassend beraten? Die Energieagentur hat sich in den 10 Jahren, wo wir unterwegs sind, zum Kompetenzzentrum Energie entwickelt. Das heisst, wir sind hier quasi eine Drehscheibe im Kanton St. Gallen, wo uns die Leute anrufen können, wenn sie Fragen zu ihrem Gebäude oder auch Mietende, wenn sie Strom sparen in ihrem Haushalt, dann sind wir hier offen und versuchen, eine niederschwellige, neutrale Beratung zu machen. Die Energieagentur arbeitet so daran, dass der Kanton, aber auch jede und jeder Einzelne bei ihrem Energieumbau Vollgas geben können.